Danke, dass du mir hilfst, den Song aufzunehmen. Puh. Sicher, beeilen wir uns aber. Wenn es noch heißer wird, brät das noch meinen Computerprozessor. Oh, warum passieren guten Leuten heiße Dinge? Hey, wir kommen doch mit einer kleinen Hitzewelle klar. Stellt euch vor, wir sind im Urlaub und entspannen uns in einer Sauna. Eine Sauna. Von mir aus gern. Die Hitzewelle. Jungs, warum machen wir nicht einfach die Klimaanlage an? Nein! Der Hausherr hat gesagt, dass wir sein neues Thermostat nicht anfassen dürfen. Und er hat es mit einem Fingerwedeln gesagt. Ich drehe es nur ein bisschen runter. Der Hausherr wird es nicht rausfinden. Hat jemand das Thermostat angefasst? Ich finde raus, wer. Haben Sie Gnade, Herr. Die Jungfer wusste nicht, dass es verboten ist, das königliche Thermostat anzufassen. Mein Intellekt hat mir verraten, dass man euch nicht trauen kann. Also habe ich das Hochsicherheitsthermostat gekauft. Ja! Für das benötigt man einen Code, einen geheimen Code. Und dieser Code kann nur durch die Computercloud eingegeben werden. Eine geheime Computercloud. Habt ihr das verstanden? Kein Problem, ja, Sir, mein Herr. Ihre Majestät, Sir. Okay, verstanden. Gut. Okay, ich fahre jetzt in die Berge, um, wie sagt ihr, zu chillen. Bleibt cool alle zusammen. Aber das Thermostat fasst ihr nicht an. Cool bleiben, cool bleiben. Ich weiß nicht mehr, wie sich cool anfühlt. Ich kann nicht denken, es ist zu heiß. Wie läuft's, Ben? Hast du Glück? Zählt Unglück auch? Nein. Hey, Leute! Ich springe jetzt in meinen Swimmingpool. Ich wollte nur kurz kommen und sagen, ihr dürft nicht. Meine Eltern haben gesagt, dass niemand vor 5 kommen darf. Warum erzählst du es uns dann? Ich dachte, ihr wüsstet gerne, dass es mir gut geht. Bye! Ich wünschte, ich würde bei Ginger wohnen. Wow. Vielleicht haben wir keinen Pool wie Ginger, aber wir können andere Wege finden, um uns abzukühlen. Wie? Wir könnten rausgehen. Ja, eine schöne Brise ist wie eine kostenlose Klimaanlage. Komm schon. Siehst du, ist es nicht schön hier draußen? Ich glaube, ich gehe einfach nach Hause. Geh nicht, ich werde dich vermissen. Ich meine, vielleicht hat Hank einen Weg gefunden, sich abzukühlen. Hank, wie geht's dir so? Wenn du jede Folge von Ron Spielman Undercover Agent gesehen hast, warum hat die Behörde versucht, ihn dazu zu bringen, seinen Pferdeschwanz abzuschneiden? Ich meine, wissen sie denn nicht, dass er nicht nach ihren Regeln spielt? Stimmt, Hank. Aber im Staffelfinale, da hat er einen verfeindeten Friseurladen aufgesucht, oder? Aber er hat sich nur den Schnurrbart trimmen lassen. Was hat er dafür verlangt, Hank? Was hat der Barbier verlangt? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, und ich dachte, dass ihm die Hitze zu schaffen macht. Okay, das wird langsam lächerlich. Bens Computer ist durchgebrannt, Hank ist verrückt geworden und das Schlimmste ist, Angela überlegt, nach Hause zu gehen. Ich weiß, dass der Hausherr uns verboten hat, das Thermostat anzufassen, aber das Stativ, es schmilzt. Okay, es reicht. Jemand muss dem Hausherrn Paroli bieten. Du kennst die Antwort. Du hast die Folge gesehen, Hank. Okay, gib mir einen Hinweis. Hat der verfeindete Barbier von Spyman mehr oder weniger verlangt als die Lady im Secret Agents Bar? Mehr, Hank. Okay. Sie hat $8 für einen Kurzhaarschnitt verlangt. 12, wenn sie die Schere benutzt hätte. Kameraden, wir haben genug unter der brütend heißen Tyrannei des Hausherrn gelitten. Wir müssen uns zusammentun und unser Recht an grundlegende Abkühlung einfordern. Ja, Tom, ich stimme dir zu. Fordern wir unser Recht auf Abkühlung ein. Aber der Thermostat-Code ist in der Cloud. Wisst ihr nicht mehr? Oh. Stimmt, die geheime Cloud. Nun, ich denke, Ben kann nicht gut genug mit Computern umgehen, um reinzukommen. Nicht gut genug mit Computern? Warte. Ich finde schon einen Weg, um mich in die Cloud zu hacken. Blicket auf, da ist etwas auf meinem Kopf, aber es ist kein Hut. Das ist es! Mit meinem Virtual Reality Gerät kann ich in die Cloud einsteigen und das Thermostat von innen umprogrammieren! Wir sind bei dir, Ben. Endlich! Eine Welt, die Sinn ergibt! Nun, wo ist dieses Thermostat? Ha!
Ich weiß es nicht. Ich bin da oben auf der Treppe angelangt. Ich kann es sehen. Ich sehe das Thermostat. Oh nein. Du schaffst das, Ben. Du schaffst das. Ja. Yeah. Was? Selbst das virtuelle Thermostat braucht einen Code? Oh. Wie wär's mit seiner Adresse? Nein. Wie wär's mit seinem Geburtstag? Das ist, nein. Der Mädchenname seiner Mutter? Das ist alles, was ich über ihn weiß. Wie ist das Passwort? 1495. Was? Das ist der Preis, den der Geheimagent Ron Spyman beim verfeindeten Barbier zahlen musste. 1495, 1495. Hank, Kumpel, vielleicht solltest du dich mal hinlegen, okay? Nein, danke, ich gehe mich mal hinlegen. Nun, es ist einen Versuch wert. 1495. Es funktioniert! Ja! Oh! Oh, Gott sei Dank! Oh ja! Ja! Oh! Schön. Ich könnte mein restliches Leben hier stehen. Oh. Ben, du hast es geschafft. Du hast den Hausherrn geschlagen und unser Recht auf grundlegende Abkühlung erkämpft. Ben, du bist unser Held. Oh, bitte. Held ist so ein mächtiges Wort. Und es ist angebracht. Oh, ist das klimatisierte Luft? Ja, fühle sie. Atme sie ein. Hank, du wirst es nicht glauben, aber Ben hat die Klimaanlage mit dem Code angemacht, den du ihm gegeben hast. Was für ein Code? Was für 1, 4, 9, 5. Irgendwie wusstest du den geheimen Code. Was, echt? Ja. Woher hattest du den Code denn überhaupt? Oh ja, ich erinnere mich. Die Wassermelone gab mir einen Hinweis und dann fand ich es heraus. Woher wusste die Wassermelone das? Das ist eigenartig. Wen juckt's? Es ist jetzt endlich nicht mehr heiß. Applaus für Ben. Yeah! Juhu! Ben, yeah, Ben, Ben, Ben! Hey Ben, es wird ein bisschen zu kalt hier drin. Für dich vielleicht, aber das ist die optimale Temperatur für meine Elektronik. Kannst du es nicht ein kleines bisschen wärmer machen? Nein, ich habe uns vor der Hitze bewahrt. Also ich bestimme jetzt über das Thermostat. Habt ihr das alle verstanden? Okay, das war nur ein Vorschlag. Wenn ich nicht wäre, wäre es uns immer noch zu heiß. Vergesst das nicht. Danke dir, du Tapferer. Ben, du musst damit aufhören. Du hast die Temperatur zu niedrig eingestellt. Ja, es ist eiskalt hier drin. Noch ein Kommentar und ich verbanne euch in die Hitze. Du kannst doch nicht so mit ihr sprechen. Es reicht. Ich mache es jetzt wärmer hier drin. Das hast du davon, wenn du dich dem Herrscher über das Thermostat entgegenstellst. Okay, Angela, lass uns den Song aufnehmen. Angela? Na los! Angela! Hey Leute! Mein Rettungsschwimmer hat gesagt, dass ihr nun in meinen Pool dürft. Warum sind alle eingefroren? Weil sie das Thermostat anfassen wollten. Obwohl ich ihnen ausdrücklich gesagt habe, dass sie das Thermostat nicht anfassen. Oh, ich verstehe. Du machst jetzt wohl einen auf Hausherr. Nein, mache ich nicht. Der Hausherr hat jedermanns Recht auf grundlegende Abkühlung. Und du hast jedermanns Recht auf grundlegende Wärme genommen. Ich liebe es! Oh nein! Was ist nur aus mir geworden? Ein Tyrann! Ich will aber kein Tyrann sein! Oh, warum nicht? Weil ich ein Freund sein möchte. Tut mir leid, Leute. Ich dachte, ich würde mit der Macht über das Thermostat klarkommen. Bin ich aber nicht. Ich bin zu einem Thermomonster geworden. Schon okay, Ben. Das warst nicht du. Nicht? Nein, das war der Thermostat. Letztlich ist ja nur einer der wahre Bösewicht. Ah, der Hausherr. Ah, willkommen zurück, werte Herr. Schafft. Bleib cool, Kleiner. Niemand hat das Thermostat angepasst, oder? Oder? Wer? Wir? Nein. Ich meine... Was denken Sie, dass wir uns in die Cloud gehackt und das Thermostat umprogrammiert haben? Moment. Habt ihr das getan oder nicht? Ich weiß es nicht. Wie war das, Ginger? Du willst, dass wir in deinem Pool schwimmen gehen? Jetzt gleich? Alles klar. Ich hab das nicht gesagt. Pool Party bei Ginger. Ich hab nie gesagt, dass ich das gesagt habe. Pool Party, yeah. Niemand außer mir macht die Poolnudeln an.
Es war mir eine Freude, mein Herr. Natürlich haben Sie nicht mit den Thermostat rumgespielt. Sie wissen den Code nicht. Ich meine, die Wassermelone hat nicht gesehen, wie ich den Code eingetippt habe und es dann verraten. Der war richtig gut. Er meint wohl 1495. Sie verlieren die Kontrolle über Ihren Verstand und Ihren Körper. Ich kann es nicht fassen, dass ein einzelliger Organismus mich getäuscht hat. Schrecklich. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert.